Der Eisbär. Wenn nach der Ansicht einiger Naturforscher die ziemlich geringen Unterschiede in der Gestalt und Lebensweise der letzterwähnten Bären schon hinreichend erscheinen, um sie eigenen Gruppen einzureihen, erklärt es sich, dass man gegenwärtig den Eisbären, Ursus maritimus, ebenfalls als Vertreter einer selbstständigen Sippe, der Meerbären B-bedingter Trennstrich trachtet. Der Eisbär bewohnt den höchsten Norden der Erde, den eigentlichen Eisgürtel des Pols, und findet sich bloß da, wo das Wasser einen großen Teil des Jahres hindurch oder beständig, wenigstens teilweise, zu Eis erstarrt. In Amerika zeigt er da sich am häufigsten, wo der Mensch ihm am wenigsten nachstellt. Zwar ist es nur der kleine, unscheinbare, verachtete Eskimo, welcher dort als Gebieter der Erde auftritt, aber dieser ist noch immer mächtig genug, den gewaltigen Meeresbeherrscher zu verdrängen. Die Nahrung des Eisbären besteht aus fast allen Tieren, welche das Meer oder die armen Küsten seiner Heimat bieten. Seine furchtbare Stärke, welche die aller übrigen bärenartigen Raubtiere noch erheblich übertrifft, und die erwähnte Gewandtheit im Wasser machen es ihm ziehbedingter Trennstrichlich leicht, sich zu versorgen. Ohne Mühe bricht er mit seinen starken Krallen große Löcher durch das dicke Eis, um an Stellen, welche ihm sonst unzugänglich sein würbedingter Trennstrich den, in die Tiefe gelangen zu können. Ohne Beschwerde trägt er ein großes und schweres Meertier, unter unbedingter Trennstrich ständen meilenweit, mit sich fort. Seehunde verschiedener Art bilden sein bevorzugtes Jagdwild, und er ist schlau und geschickt genug, diese klugen und behenden Tiere zu erlangen. Wenn er eine Robbe von fern erblickt, senkt er sich stillend geräuschlos ins Meer, schwimmt gegen den Wind ihr zu, nähert sich ihr mit der größten Stille und taucht plötzlich von unten nach dem Tier empor, welches nun regelmäßig seine Beute wird. Die Robben pflegen in jenen eisigen Gegenden nahe an Löchern zu liegen, wählbedingter Trennstrich kann ihren Weg nach dem Wasser vermitteln. Diese Löcher findet der unter der Oberfläche des Meeres dahin schwimmbedingter Trennstrich Mende-Eisbär mit außerordentlicher Sicherheit auf, und plötzlich erscheint der gefürchtete Kopf des entsetzlich bedingter Trennstrichs den Feindes der unbehilflichen Meereshunde sozusagen in deren eigenem Hause oder in dem einzigen Fluchtgarn bedingter Trennstrich G, welcher sie möglicherweise retten könnte. Ich habe ihn, bemerkt Braun, einen vollen halben Tag auf einen Seehund lauern sehen. Jedes Mal, wenn er sich anschickte, die in ihrem Atemloche zeitweilig auftauchende Robbe mit der Brande zu töten, entschlüpfte diese, und der Eisbär sah sich schließlich genötigt, zu einer anderen Jagdweise überzugehen. Er verließ seinen Stand, warf sich auf einige Entfernung davon ins Wasser und schwamm, als der Seehund in seinem Loche halb im Schlafe lag, unter dem Eise gegen ihn hin, um ihm den Weg abzuschneiden. Auch dieser Versuch misslang. Die Wut des Räubers war grimmbedingter Trennstrich zähnlos. Ingrimmig brüllend und Schnee in die Luft wirbedingter Trennstrich fänd, ging er von dannen, sicherlich in der allerschlechtesten Laune. Ganz jung eingefangene Eisbären lassen sich zähmen und bis zu einem gewissen Grade abrichten. Sie erlauben ihrem Herrn, sie in ihrem Käfig zu besuchen, balgen sich auch wohl mit ihm herum. In größeren Räumen mit tiefen und weiten wasserbedingter Trennstrichbecken, wie solche jetzt in Tiergärten für ihn hergerichtet werden, befindet er sich ziemlich wohl und spielt stuhnbedingter Trennstrich den lang im Wasser mit seinen Mitgefangenen oder auch mit Klötzen, Kugeln und dergleichen. Hinsichtlich der Nahrung hat man keine Not mit ihm. In der Jugend gibt man ihm Milch und Brot und im Alter Fleisch, Fische oder auch Brot allein, von welchem 3 Kilogramm tägbedingter Trennstrichlich vollkommen hinreichen, um ihn zu erhalten. Bei sehr guter Pflege ist es möglich, Eisbären mehrere jahrbedingter Trennstrichri lang zu erhalten. Man kennt ein Beispiel, dass ein jung einbedingter Trennstrich gefangener und im mittleren Europa aufgezogener zweiundbedingter Trennstrich 20 Jahre in der Gefangenschaft gelebt hat. An Krankheiten leiden die Gefangenen wenig, verlieren jedoch oft ihr Augenlicht, wahrscheinlich aus Mangel an hinreibedingter Trennstrich kenntem Wasser zum Baden und Reinigen ihres Leibes.
Der getötete Eisbär wird vielfach benutzt und ist für die nordischen Völker eines ihrer gewinnbringendsten Jagdtiere. Fleisch und Speck werden von allen Bewohnern des Hobedingter Trennstrichen Nordens gern gegessen. Auch die Walfischfahrer Gebedingter Trennstrich niesen es, nachdem sie es vom Fett gereinigt haben, und finden es nicht unangenehm, namentlich wenn es vorher geräuchert worden ist. Doch behaupten alle Walfischfahrbedingter Trennstrichrehe einstimmig, dass der Genuss des Eisbärenfleisches im Anfange Unwohlsein errege. Zumal die Leber des Tieres soll sehr schädlich wirken. Wenn Schiffer, sagt Scoresby, unvorsichtigerweise von der Leber des Eisbären Gebedingter Trennstrich gegessen haben, sind sie fast immer krank geworden und zuweilen gar gestorben. Bei anderen hat der Genuss die Wirkung gehabt, dass sich die Haut von ihrem Körper schälte. Unter den Fischern besteht der Glaube, dass man durch den Genuss des Eisbärenfleisches, obgleich es sonst nicht schadet, wenigstens frühzeitig ergraue. Die Eskimos haben fast dieselben Ansichten, wissen auch, dass die Leber schädlich ist, und füttern deshalb bloß ihre Hunde damit.